Ich begrüße euch alle recht herzlich. Ich freue mich, dass so viele Leute hier gekommen sind. Mein Name ist Rebecca Geier. Ich studiere an der Humboldt-Universität hier Geografie und bin Mitglied der studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro. Und das jetzt schon seit knapp 3 Jahren. Und ich denke, ich kann für die ganze Gruppe sprechen, dass wir uns freuen, dass heute für dieses für uns wichtige Event so viele Leute gekommen sind und mit uns diskutieren wollen. Ganz besonders freue ich mich, dass unsere eingeladenen Podiumsgäste heute hier sind, die dann später auch noch in Einzelnen genannt werden. Aber vor allem möchte ich herausheben, wir freuen uns, dass die Präsidentin der HU gekommen ist, Frau Kunst. Frau Kunst, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute in Austausch zu treten und zu diskutieren. Ganz besonders möchte ich natürlich auch noch mal der Fachschaft Geografie, dem Studierendenparlament und der Friend and Fundraising Abteilung der HU für die Finanzierung des heutigen Abends danken. Und ein ganz großes Willkommen und Dank gilt dem Netzwerk N als Mitveranstalter. Das Netzwerk N ist ein gemeinnütziger Verein und deutschlandweites Netzwerk, bestehend aus Studierenden, Promovierenden und jungen Berufstätigen. Und das Netzwerk N agiert als Dachverband oder sozusagen als Dachverband aller Nachhaltigkeitsinitiativen an deutschen Hochschulen und vernetzt diese Initiativen. Wir als Nachhaltigkeitsbüro arbeiten schon lange, schon über ein paar Jahre hinweg, mit dem Netzwerk N zusammen. Und das Netzwerk greift uns immer wieder durch kreative Formate unter die Arme, wie dieses heute hier. Ja, HU, wie nachhaltig willst du sein? Eine Diskussionsveranstaltung. Wir wollen diskutieren mit den Gästen auf dem Podium, aber wir wollen auch diskutieren mit euch allen hier. Und dafür lade ich euch dann auch gerne ein, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Wir wollen diskutieren über das Thema Nachhaltigkeit und konkret das Thema Nachhaltigkeit an der Humboldt-Universität. Wir, das ist das Nachhaltigkeitsbüro, dieser bunte Haufen, wir, die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro, muss man sagen, hat sich 2013 gegründet mit der Vision, die HU zu einer Universität der Nachhaltigkeit zu machen und mit der Überzeugung, dass die Uni ein Vorbild ist, ein Vorbild in der Gesellschaft und auch eine große Wirkung hat auf die Gestaltung einer nachhaltigeren Gesellschaft. Mit dieser Überzeugung sind wir auch heute noch tätig. Wir sind aktuell 10 bis 15 aktive ehrenamtliche Studierende aus verschiedenen Fachbereichen der Universität und ich glaube, ich kann nicht übertreiben, wenn ich sage, wir sind sehr, sehr motiviert und wollen mit dieser Überzeugung auch das Ganze in Taten umsetzen. Unsere Arbeit teilt sich in 2 Strategien. Zum einen wollen wir Projekte initiieren und umsetzen, aber auch Nachhaltigkeitsprojekte anderer Initiativen hier an der Hochschule unterstützen. Hier sieht man ein Beispiel von der Ringvorlesung über Nachhaltigkeit, die jetzt schon seit 3 Jahren immer im Sommersemester durchgeführt wird und Teil des Studium Ökologikums ist, auf das wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Aber wir setzen auch kleinere Projekte um, wie zum Beispiel einen Filmabend, Siebdruck, ein Cleanup am Campus Adlershof. Aber wir sind auch präsent an Sommerfesten, an Weihnachtsmärkten, an irgendwelchen Aktionen. Das soweit zur Projektarbeit, aber viel wichtiger oder auch wichtig ist, dass wir mit unserer Arbeit zum anderen auch das Thema Nachhaltigkeit versuchen, strukturell zu verankern an der Universität und das vor allem im Einbezug mit allen Statusgruppen und Akteuren dieser Universität. Aus dieser Motivation heraus haben wir vor 3 Jahren schon mal eine Podiumsdiskussion wie oder ähnlich die der von heute organisiert, die sieht man hier auf dem Bild, jedoch noch mit dem ehemaligen Präsidenten Herrn Olberts. Ergebnis aus der damaligen Diskussion war die Erschaffung einer Art Beratungsgruppe für und mit dem damaligen Präsidenten, das sogenannte Forum Nachhaltige Universität. Und das Ziel dieses Forums war und ist auch nach wie vor, eine Nachhaltigkeitsstrategie für diese Uni zu erstellen, zu konzipieren, die dann auch umgesetzt werden sollte. Mitglieder dieses Forums sind 11 Menschen gewesen oder immer noch. 11 Mitglieder aller Statusgruppen der Universität, also wir als Studierende, aber auch WissenschaftlerInnen verschiedener Fachbereiche und MitarbeiterInnen aus dem Verwaltungsbereich.
Und diese Gruppe hat sich über ein Jahr hinweg regelmäßig getroffen und eben diese Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet. Und genau heute vor einem Jahr hat sich diese Gruppe zum letzten Mal getroffen. Und seitdem ist leider ein sehr, sehr geringer inhaltlicher Austausch mit dem Präsidium gewesen. Und genau deshalb wollen wir heute ansetzen und einen Impuls setzen mit dieser Podiumsdiskussion, um diesen Faden gemeinsam wieder aufzunehmen, um weiter gemeinsam an einer Nachhaltigkeitsstrategie zu basteln und die HU nachhaltiger zu gestalten. Wir haben uns natürlich schon ein paar Gedanken gemacht und schon ein bisschen was überlegt. Und diese Gedanken, Erfahrungen und Ideen aus den letzten 4 Jahren zusammen mit den Erfahrungen anderer Initiativen aus dem Netzwerk N sowie der Europäischen Nachhaltigkeitsbewegung an Hochschulen sind gebündelt in diesem unseren Konzeptpapier. Und das haben wahrscheinlich schon die ein oder anderen gesehen. Das haben wir auf den Stühlen ausgelegt. Und das ist quasi unser Ideenschatz. Darin haben wir als Initiative zu Beginn unsere Vision und Definition des Begriffs Nachhaltigkeit aufgeführt. Das Ganze umfasst 20 Seiten. Konkret wird es allerdings dann erst in der Mitte. Und zwar, das sind die konkreten Punkte. Wir als Initiative fordern eine Stabsstelle Nachhaltigkeit, die sich mit den Nachhaltigkeitsbelangen an dieser Universität auseinandersetzt, die diese koordiniert und die einzelnen Akteure an der Uni vernetzt. Dazugehörig fordern wir ein Beratungsgremium, ähnlich dem Forum Nachhaltige Universität, zur Ausarbeitung und Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsstrategie. Daneben an der betrieblichen Seite, an der technischen Abteilung angesiedelt, fordern wir ein Umweltmanagementsystem für diese Uni, die sich dem Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, aus der betrieblichen Seite her annimmt. Und natürlich ein studentisch geführtes und von der Uni finanziertes Nachhaltigkeitsbüro. Dieses Konzept und die Ideen, die wir haben als Initiative, wollen wir nun hineingeben in die Diskussion heute Abend und als Grundlage hernehmen. Aber wir wollen diese Ideen auch gemeinsam weiterspinnen, mit euch allen. Das Konzept weiterentwickeln, um dann die HU zu einer nachhaltigen Universität zu machen. Und mit diesen Worten will ich an den heutigen Moderator übergeben, Michael Flohr. Michael ist Doktorand im Bereich der Politikwissenschaften an der Universität Erfurt und gleichzeitig Mitglied im Fachforum Nonformales und Informelles Lernen im Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Und Michael wird den Ablauf des heutigen Abends noch mal genauer erklären und das Format. Und bevor ich jetzt in den Abend überleite, will ich noch nur kurz eine Notiz loswerden. Und zwar habt ihr bestimmt schon gesehen, es gibt hier 4 Kameras, die das Podium filmen werden. Wenn sich Leute in das Podium begeben und an der Diskussion teilnehmen wollen und aber nicht damit einverstanden sind, dass sie gefilmt werden, dann sollen sie sich bitte im Nachhinein an mich wenden oder an ein Mitglied unserer Initiative, damit wir das berücksichtigen können. Und ich soll von der technischen Seite her darauf hinweisen, dass bitte alle Handys auf Flugmodus geschaltet werden sollen, weil sonst die Technik und die Mikros durcheinander kommen. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen einen diskussionsreichen, ergebnisreichen und vor allem schönen Abend. Vielen Dank, Rebecca, für die prägnante und kurze Einführung und gleich auch die Vorstellung des Konzeptpapiers, was wir uns natürlich im Vorfeld auch durchgelesen haben und das eine Menge Substanz enthalten, was wir auch in 3 Themenblöcken in den nächsten ungefähr 1,5 Stunden, wir probieren das bis 19.45 Uhr zu schaffen, ganz bündig zu halten, die Themen behandeln wollen. Genau, die Reihe Perspektive N, dort oben können wir es erkennen, ist erst im letzten Jahr entstanden. Mittlerweile waren wir an 13 Hochschulen überall in Deutschland verteilt. Ihr könnt die Liste dort auch erkennen. Und es folgen noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen, auch in diesem Wintersemester, aber schon geplant für das Sommersemester. Nun sind wir also an der Humboldt-Universität zu Berlin und wollen hier mit unserer Veranstaltungsreihe Impulse setzen für eine nachhaltige Entwicklung dieser Organisation, was das denn nun auch immer sein mag, dieser Organisation Hochschule, mit all
ihren Bereichen, Lehre, Forschung, Betrieb, Governance, aber auch, was immer mehr als Thema kommt, natürlich der Transfer, der Austausch mit der Gesellschaft. Wir möchten also den Stand aufgreifen. Wie sieht es hier aus an der HU Berlin und möglichst konkret auch werden, was lässt sich denn hier umsetzen? Was können wir denn jetzt als nächste Schritte festlegen und gemeinsam angehen? Angelehnt ist das Format an das Fishbowl-Format. Also wir machen nicht ein idealtypisches Fishbowl-Format. Es gibt natürlich feste Diskutantin, aber an beiden Seiten freie Plätze. Und dort kann jederzeit sich jeder und jeder aus diesem Raum einfach draufsetzen. Die Stühle sind bequem, man sinkt richtig schön tief ein und Fragen, Kommentare, Hinweise, alles ist jederzeit auch von Beginn an gestattet und ist sogar erwünscht. Ich möchte so rum einsteigen mit zwei Zitaten, Humboldt-Universität zu Berlin. Worüber reden wir da überhaupt? Die Daten sind sicherlich bekannt. Das ist natürlich eine der größten Universitäten in Deutschland und sicherlich auch eine der bekanntesten international. Exzellent, eine Exzellenzuniversität in der aktuellen Exzellenzausschreibung. Aber wir möchten uns natürlich auf die nachhaltige Entwicklung heute beziehen. Und ich habe zwei Zitate herausgegriffen. Einmal aus dem Leitbild. Die Humboldt-Universität wurde als Reformuniversität in einer Situation der Krise gegründet, um in eigener Verantwortung herausragende wissenschaftliche Leistungen zu ermöglichen und durch kritisches Wissen die gesellschaftliche Entwicklung zu fördern. Was das für eine Beziehung zu nachhaltiger Entwicklung haben könnte, darauf werden wir gleich kommen. Und die Umweltleitlinien aus dem Jahr 2005 werden natürlich deutlich präziser. Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit, wie man es dann immer sagt, ist natürlich dann besonders leicht greifbar durch diesen Satz. Der Umweltschutz wird zur ständigen Aufgabe aller Mitarbeiter und in besonderer Weise durch die Universitätsleitung gefördert. Also da ist schon, auch wenn ich mir das gesamte Leitbild der HU durchlese, einiges an Potenzial für die nachhaltige Entwicklung schon festgeschrieben. Aber die Frage ist, was wird daraus gemacht oder was wurde auch schon bereits daraus gemacht? Wir möchten nun, bevor wir richtig einsteigen, ganz kurz unsere Diskutantin vorstellen. Ich fange rechts an, Johannes Geibel. Er ist, schon liegt ein paar Jahre zurück, aber Mitglied der Initiative, der studentischen Initiative Greening, the University Tübingen. Und die haben da zum Beispiel ein Studium Ökologikum auf die Beine gestellt, einen Beirat für nachhaltige Entwicklung, allerlei Projekte. Zudem ist er natürlich seit Jahren bei uns im Netzwerk N tätig und Mitglied der nationalen Plattform hier in Deutschland im Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Professor Dr. Sabine Kunst, sie ist seit Mai 2016 Präsidentin hier an der HU Berlin und war zuvor Wissenschafts-, Forschungs- und Kulturministerin in Brandenburg, studierte Biologin, Politikwissenschaftlerin und Wasserwirtschaftlerin. Das ist ja auch schon ein interessanter interdisziplinärer Zuschnitt für das Studium. Es folgt Andreas Wanke von der FU Berlin. Er ist dort Koordinator der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Energie. Es folgt Professor Dr. Kirsten Meyer. Sie hat seit 2011 die Professur für Philosophie und Didaktik der Philosophie inne, hier an der HU Berlin, und ist Mitglied im Forum Nachhaltige Universität, von dem wir auch schon etwas gehört hatten durch Rebecca. Und zu guter Letzt Josef Kaiser, auch Mitglied dieses Forums Nachhaltige Universität, das seit 2016 hier besteht und seit 4,5 Jahren schon aktiv engagiert in der studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro hier an der HU Berlin. Und er ist im Master Geografie. Genau, damit setze ich mich und wir werden mit einer Farbkartenabstimmung einsteigen. Hier überall sind drei verschiedene Farbenkarten ausgelegt. Wir möchten uns dem Begriff der Nachhaltigkeit etwas nähern, aber auch nicht zu lange verweilen. Deswegen haben wir einfach die Definition von der studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro herausgegriffen. Ich werde das vorlesen und dann werden wir gleich mal schauen, stimmen wir denn da so überein oder fehlt da eine ganze Menge? Wir verstehen Nachhaltigkeit als sozioökonomisches Handeln innerhalb ökologischer Grenzen mit dem Ziel langfristiger Stabilität der Gesellschafts-, Wirtschafts-
und Umweltsysteme. Nachhaltige Strukturen müssen auf allen Akteursebenen dauerhaft etabliert werden, damit ein achtsamer Umgang zwischen Mensch und Umwelt in Raum und Zeit gesichert werden kann, im Hinblick auf unsere Verantwortung für eine globale Gerechtigkeit und gegenüber zukünftigen Generationen müssen wir uns dieser dringlichen Aufgabe konsequent stellen. Wir haben die Definition gelesen. Stimmt ihr mit dieser Definition überein? Ja, vollkommen ist die grüne Karte, gelb zum Teil, nein ist rot. Ich werde noch einen kurzen Moment geben und nochmal auf die Definition, kann jeder nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, hinweisen. Ja, dann bitte alle die Karten in die Höhe. Das sieht schon mal sehr positiv aus. Die Definition war natürlich auch deutlich lang. Auch gerne hier hochhalten, auch gerne zwei Karten. Schön. Dann haben wir erstmal kein Nein. Ich habe jedenfalls keins gehört. Da war ein Nein. Da würde mich natürlich interessieren, warum? Was fehlt da? Okay, jederzeit können sich dann Menschen gerne hier nach vorne setzen, aber ich möchte natürlich anfangen, nachhaltige Entwicklung und Hochschule, Johannes Geibel. Warum ist das ein Thema? Warum sollte das überhaupt ein Thema sein und diese Einrichtung Hochschule betreffen? Naja, dass nachhaltige Entwicklung ein wichtiges politisches Thema ist, ich glaube, das zeigt sich ja spätestens seit 25 Jahren. In den letzten Jahren, glaube ich, hat das ja nochmal einen größeren Auflauf bekommen. Das Klimaabkommen von Paris ist ja nochmal ein wichtiger Schritt gewesen. Die Sustainable Development Goals, die nun Entwicklungsziele für die gesamte Welt festlegen und damit auch das scheinbar so hochentwickelte Deutschland auch wieder zu einem Entwicklungsland machen, war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Wo man dann auch vielleicht sehen kann, vielleicht ist ja nicht Deutschland entwickelter, sondern vielleicht ist es ja auch Bhutan, was gewisse Indikatoren anbelangt, um ein bisschen zuspitzen zu wollen. Und gleichzeitig sieht man auch, dass es in den Hochschulen selbst ein wichtiges Thema geworden ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, gerade so aus Berlin heraus, wenn man dann an der FU oder an der HU Berlin ist, eine große Universität, blickt man vor die Tore Berlin, sieht dann die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Hünswalde und denkt sich dann, ja, das ist eine kleine Hochschule, die machen halt so ein bisschen was, die besetzen erstmal dieses Nischenthema Nachhaltigkeit. Aber ich habe mir vielleicht gerade auch nochmal in der Vorbereitung für heute nochmal so angeschaut, welche wirklich großen und vielleicht auch mit die besten Universitäten der Welt Nachhaltigkeit als Thema strukturell verankern und das heißt ganzheitlich verankern, entsprechend mit Stabstellen verankern, das als Querschnittsaufgabe im Betrieb, in der Lehre, in der Forschung betreffend, gibt es zum Beispiel das MIT, Massachusetts Institute of Technology in den USA, jetzt keine allzu schlechte Einrichtung, University of British Columbia, da kann Herr Wanke vielleicht auch noch was zu sagen, auch in einem internationalen Projekt dabei, auch dort ganzheitliche Integration mit einem Living Lab Konzept, Yale University macht da auch sehr viel, in Zürich die Eidgenössisch-Technische Hochschule, in Europa eine der besten Universitäten. Das zeigt, das ist kein Randthema, kein Nischenthema, sondern es wird zu einem großen Thema und die großen Universitäten besetzen es schon. Genau. Frau Kunst, wo spielt denn nachhaltige Entwicklung in Ihrem ganz alltäglichen Ablauf, Arbeitsablauf im Präsidium als Präsidentin dieser Hochschule eine Rolle? Ist das da ein bedeutendes Thema? Es ist die Frage, wie eng oder wie weit man dann tatsächlich den Begriff Nachhaltigkeit zieht. Nachhaltigkeit im umfassenderen Sinne ja, denn auch das, was jetzt die Bearbeitung von ganz drängenden Problemen und Herausforderungen der Humboldt-Universität betrifft, die versuchen wir natürlich möglichst nachhaltig auch zu einer Lösung zu bringen, sodass es eine tatsächlich stabile und auch die Zukunft mit in den Blick nehmende Lösung dann jeweils ist. Also Stichwort tatsächlich Sicherung überhaupt von Ressourcen, damit über die Hinzunahme von zusätzlichen Aufgaben wirklich nachgedacht werden kann.
die Diskussion, wie viel Dezentralität und wie viel Zentralität ist nötig, um wichtige Fragen auch in die Gesamtuniversität hineinzuentwickeln. Und ich stimme also vollkommen damit überein, dass jetzt die Sicherung auch der Lebensbasis oder des Astes, auf dem wir alle sitzen, unerlässlich ist und somit auch die Beschäftigung mit neuen Disziplinansätzen, die auch in der Forschung einen solchen Zugang ermöglichen, unerlässlich ist. Also insofern ja, wie konkret, das werden wir ja heute sicherlich noch genauer betrachten. Und wie Sie richtig angemerkt haben, ist das jetzt bezüglich einer konkreten Programmatik zur Nachhaltigkeit nicht unsere allererste Baustelle gewesen, gerade in der allerletzten Zeit. Was nicht ich ist, kann ja heute auch einen neuen Anlauf nehmen. Herr Wanke, warum müssen sich denn Hochschulen verändern? Sie kommen jetzt ja auch von einer richtig großen Universität hier in Berlin. Ja, um da ganz schnell drauf zu antworten, würde ich sagen, weil sie eben Vorbild sein müssen, weil sie herausgehobene Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen sind und insofern den gesellschaftlichen Bedarf, den Johannes Geibel ja vollkommen richtig mit den SDGs schon angerissen hat, einfach reflektieren, in sich aufnehmen und natürlich Antworten finden müssen, und zwar auf allen Ebenen, dass Hochschulen zu den Problemen, die mit den SDGs skizziert werden, forschen, ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben mal nachgeguckt, wie viel Prozent der Forschungsprojekte denn die SDGs betreffen, und kamen immerhin auf eine Größenordnung von 25% und sind uns sehr sicher, dass das auch das untere Limit ist, weil es in den Naturwissenschaften natürlich auch Projektbeschreibungen gibt, die kein Mensch mehr verstehen kann und zuordnen kann. In der Lehre ist es immerhin eine Größenordnung von 14% der Lehrangebote, die in irgendeiner Weise die SDGs reflektieren. Und das heißt ja einfach nur, das Thema ist ja da. Das Thema ist in den Hochschulen, das ist definitiv auch sichtbar, erfahrbar. Und ich sehe sozusagen unsere Aufgabe als Koordinationsstelle, als Stabsstelle darin, diese Sichtbarkeit zu verbessern und die Vernetzung zwischen Forschung, Lehre, klassischerweise sagt man immer noch Betrieb, wir sagen eher Campusmanagement. Man müsste noch eigentlich den Outreach-Bereich oder Third Mission und so weiter mit dazu nehmen, da eben die Verbindungen zu schaffen. Und das geht eben über Kommunikation und alle möglichen Vernetzungsangebote, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Genau, vielen Dank. Frau Meyer, Sie als Professorin, wie finden Sie überhaupt noch die Zeit bei all der Suche nach Exzellenz für nachhaltige Entwicklung und überhaupt den Raum dazu? Also bei mir bietet sich das insofern an, als dass ich thematisch da in meiner Forschung und Lehre einfach nah dran bin an diesen Themen, weil ich einer meiner Forschungsschwerpunkte eben in der Umweltethik habe, ein Buch gerade geschrieben habe über Nachhaltigkeit, über Verantwortung für zukünftige Generationen. In meiner Vorlesung zur angewandten Ethik spielt das eine immer größere Rolle, was auch vor allem darauf zurückgeht, dass die Studierenden immer stärker das auch einfordern und ich mich einfach bemühe, in der Lehre auch sozusagen die Interessen der Studierenden so gut es geht irgendwie aufzugreifen. Und insofern gibt es da so ein bisschen sogar eine Verschiebung in diese Richtung, die einfach von den Interessen der Studierenden ausgeht. Und insofern bin ich da vielleicht in einer ganz guten Position, deshalb, weil mich das Thema in Forschung und Lehre ohnehin interessiert und ich mich damit ohnehin beschäftige. Das ist eine wunderbare Brücke zu Josef. Du engagierst dich jetzt schon seit 4,5 Jahren hier in der Initiative. Warum ist das für dich überhaupt ein Thema gewesen? Und warum möchtest du dich hier dann an der HU austoben und nicht einfach draußen in der Welt? Ja, das kommt vielleicht noch, aber um da vielleicht so einzusteigen, dieses Wort Nachhaltigkeit hat ja wirklich auch das Problem, dass es ist ein Problem und auch gleichzeitig gut, dass es in aller Munde ist und damit aber natürlich auch immer so ein bisschen verwaschen wird. Und was ich gerade daran so spannend finde, das auf die Humboldt-Universität zu beziehen, dass es dann eben lokal ist.
Das heißt also, dass wir direkt hier vor Ort gucken können, was können wir da eigentlich ändern. Es betrifft mich ganz persönlich, es betrifft hier uns alle ganz persönlich. Und das sehe ich eben gerade als Chance, auch wenn man das sozusagen dann überlegt, wie definiert man Nachhaltigkeit. Und wir haben ja da die Definition gesehen, hinter der ich natürlich dann auch mitstehe, von unserer Initiative angesichts von Klimawandel, Biodiversitätsverlusten oder eben auch den globalen Ungerechtigkeiten. Und die Chance, die dann eben damit zusammenhängt, ist es, dass eben eine Universität ja nach außen eine starke Strahlkraft hat, stark nach außen wirken kann und damit Impulsgeberin ist. Und das ist eben das, was ich als Chance begreife und vor allen Dingen, wenn ich jetzt so zurückblicke, also seit 5,5 Jahren bin ich hier an der Humboldt-Universität und seit 4,5 Jahren eben in der Initiative, studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro, dass ich gesehen habe, was einfach für ein Engagement, aber auch für ein Potenzial in dieser Universität steckt. Das betrifft die Studierenden, das, was ich einfach gesehen habe, jetzt bei uns eine Initiative über die Zeit hinweg, was dort für einen Veränderungswunsch eben da ist, aber auch in allen anderen Statusgruppen. Also auch wenn ich jetzt in dieses Forum Nachhaltige Universität blicke, waren das einfach tolle Gespräche, viele tolle Anregungen und sehr, sehr engagierte Leute. Worauf ich also letztlich sozusagen zuspitzen möchte, ist, dass das eine wunderbare Chance eigentlich gerade für die Humboldt-Universität ist, gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten, weil wir einfach hier dieses Potenzial haben und eigentlich dieses Potenzial nur noch aktivieren müssen, weshalb wir auch dieses Konzeptpapier geschrieben haben, weil wir uns dachten, Mensch, das müssen wir forcieren, wir müssen da mehr Leute an einen Tisch bekommen und können dadurch eben partizipativ gemeinsam tatsächlich etwas entwickeln. Und das ist das, was mich antreibt, über die letzten Jahre hinweg und wo ich einfach hoffe, dass sich da noch viel, viel mehr tut. Deshalb eben auch dieses Konzeptpapier. Sehr schön, jetzt haben wir die erste Runde abgeschlossen, Meinungen, Statements hier einleitend gehört. Wir möchten nun alle etwas nachdenken, ins Diskutieren kommen. Wir haben eine Frage vorbereitet und wir machen einfach 5 bis 6, 7 Minuten kleine Murmelrunden, jeder mit einem Nachbar oder zu zweit, zu dritt, zu viert. Gerne einfach austauschen zu dieser Frage, was kenne ich denn bereits in Bezug zur nachhaltigen Entwicklung an unserer Hochschule? Damit wir alle ein bisschen darüber nachdenken, was gibt es denn schon alles hier, worauf wir aufbauen können? 5, 6 Minuten, auch hier vorne kann gemurmelt werden und los geht's. Thank you.
miteinander. Genug darüber. So, dann gehen wir erstmal in die Lehre. Vielen Dank. Der Lautstärkepegel war schon angenehm hoch, das heißt, es gab Gesprächsbedarf. Alle Dinge, die jetzt besonders wichtig waren, haben wir jetzt schon mal aktiviert und die Stühle stehen nach wie vor dann bereit, das dann auch hier einzubringen. Aber wir fassen das Ganze hier mit einer Frage zusammen. Wie schätzen Sie den Stand der nachhaltigen Entwicklung an der Humboldt-Universität ein? Grün, weit fortgeschritten, gelb, ja, Ansätze sind durchaus vorhanden und rot, wir stehen noch ganz am Anfang. Alle noch mal kurz ein paar Sekunden nachdenken. Gerne auch hier vorne schon die Farbkarten bereithalten. Und nach oben zeigen gerne die Karten. Gelb-Rot, gibt es eine grüne? Noch nicht. Aber okay, wenn die grünen Karten hier schon dominieren würden, müssten wir uns ja gar nicht mehr hier zum Gespräch treffen. Ja, vielen Dank. Wir wollen dann in den ersten Themenblock übergehen, uns der Lehre widmen. Und da habe ich auch ein Zitat aus dem Leitbild der HU herausgesucht. Allen muss deutlich sein, dass sie bereits im Studium einen Beitrag zur Gestaltung von Wissenschaft und Gesellschaft leisten. Die Studierenden haben daher das Recht und die Pflicht zur Übernahme von Verantwortung, nicht nur in der Selbstverwaltung, sondern auch in Lehre und Forschung. Wir haben zur Einstimmung ein kleines Praxisbeispiel mitgebracht, das Studium Ökologikum in Tübingen. Und wie ich gehört habe, hier gibt es ja auch Bestrebungen zu einem Studium Ökologikum. Deswegen passt das ganz gut. Wir haben ein 50-sekündiges Video zur Einstimmung mitgebracht. Aber Johannes, möchtest du anfangen, kurz etwas dazu zu sagen, damit wir vielleicht auch das Video besser einordnen können? Was ist dieses Studium Ökologikum? Genau, kann ich kurz was zu sagen, weil ich das auch mit ins Leben gerufen habe. Das ist ein interdisziplinäres Kursprogramm, was im überfakultären Bereich angesiedelt ist. Das heißt, es ist offen für fast alle Studierende im Master und Bachelor und behandelt eben quasi und gibt einen Block mit Grundlagenkursen, wo es sozusagen um Theorien der nachhaltigen Entwicklung geht, um ethische Grundlagen. Und dann gibt es Themenkurse, wo man dann eben die Schnittstelle macht zu Ernährung, zu Mobilität, zu den verschiedenen Politikfeldern. Und das Schöne eben daran ist, dass die Credits, die dort erworben werden, eben sich die Studierenden im Rahmen ihrer Schlüsselqualifikationscredits, die sie eh brauchen, anrechnen können. Erstens und zweitens können sie eben, wenn sie 4 Kurse machen, im Umfang von 3 Credits, können sie eben noch ein Zertifikat erwerben, was ihnen sozusagen diese Bildung für nachhaltige Entwicklung und Kompetenzen attestiert. Dann, Josh, magst du das Video anmachen? Ich
finde auf jeden Fall, dass Unis die Verantwortung haben, ihre Studenten dazu auszubilden, weiterzudenken als das, was es jetzt schon gibt. Dadurch, dass wir als Studis uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, es wäre voll cool, wenn wir ein Kursprogramm hätten an der Uni, das sich explizit nur mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt. Josef, dann mag ich mit dir anfangen. Ihr habt ja ganz klar schon im Konzeptpapier etwas dazu formuliert. Warum möchtet ihr denn überhaupt ein Studium Ökologikum? Reicht euch das Lehrangebot nicht aus? Und was ist denn das Besondere dann eines neu zu konzipierenden Studium Ökologikums? Also zur ersten Frage, reicht das Lehrangebot nicht aus? Ich denke, wir haben auf jeden Fall ganz schön viel spannende Lehrangebote. Ich denke gleichzeitig, dass natürlich immer Raum nach oben oder Luft nach oben ist, das noch auszubauen und vor allen Dingen, das, was eigentlich sozusagen dieser Schwerpunkt sein sollte. Es gibt bestimmte Studiengänge, wo das sehr viel eine Rolle spielt. Da könnte man noch überlegen, wie man das methodisch noch anders gestaltet, ansprechender gestaltet, so dass da wirklich eine Gestaltungskompetenz draus erwächst, dass man wirklich dann das Leben sozusagen nach der Universität tritt und eine Idee davon hat, was man verändern kann. In anderen Studiengängen spielt das aber eben eine kleinere Rolle. Und das Ding ist natürlich, dass Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema ist. Das heißt, das geht alle Studiengänge etwas an. Das heißt nicht, dass es keine Spezialisierungen geben darf, aber dass es sozusagen eine Verknüpfung gibt zwischen diesen verschiedenen Fachbereichen und ein interdisziplinäres Arbeiten, dass das sozusagen etwas Fundamentales ist, woran eine Universität unbedingt denken sollte. Und zur zweiten Frage oder einem zweiten Schwerpunkt, was tun wir schon? Es gibt schon ein Studium Ökologikum, aber eben nur auf ehrenamtlicher Basis und nicht in dem Sinne wie jetzt zum Beispiel in Tübingen, aber es gibt ja noch viele weitere Beispiele, eben auch Erfurt zum Beispiel mit dem Studium Fundamentale und weitere Beispiele. Und was wir machen, was in unserem Team sozusagen passiert, ist, dass schon eine Ringvorlesung aller zwei Semester angeboten wird, die für alle offen ist. Da haben wir das auch hinbekommen, dass entsprechend das anrechenbar ist. Das sind dann drei Studienpunkte, die dort erworben werden können. Und das ist ganz egal, ob man Mathematik studiert oder ob man Geografie studiert, wo das schon vielleicht ein bisschen mehr drin ist, das Thema, naturgemäß. Und das Ziel, was wir einfach anstreben und was wir von anderen Unis sehen, dass es einfach super gut funktioniert und ein wichtiger Schritt ist, auch in der Außenwirkung und auch einfach hinsichtlich der Verantwortung einer Universität, ist, dass es wichtig wäre, dass es dort so ein richtiges Modul gibt, was man wahlweise machen kann. Das heißt dann eingliedert sozusagen im überfachlichen Wahlpflichtbereich. Im Übrigen hat jetzt auch die TU das eingeführt, gerade erst dieses Semester gestartet. Das heißt, wir haben hier ganz um die Ecke positive Beispiele, an die wir anknüpfen können. Frau Meier, Sie sind jetzt ja auch selbst in diesem in dem Forum Nachhaltige Universität vertreten. Gab es da schon Bemühungen, so ein Studium Ökologikum fakultätsübergreifend ins Leben zu rufen? Oder können Sie uns sonst berichten, wie da der Stand ist? Also die Bemühungen gab es schon lange, weil eben auch die Studierenden schon seit einiger Zeit mit dieser Idee die Unileitung und an die Professoren herangetreten sind. Und es wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass die Idee noch nicht umgesetzt ist. Ich bin mir gar nicht so richtig darüber im Klaren, woran das eigentlich liegt, weil das, finde ich, so eine vergleichsweise niedrigschwellige Sache eigentlich ist. Also den ÖWP-Bereich gibt es ohnehin, die Veranstaltung gibt es ohnehin und man müsste die eigentlich nur zusammenbündeln und da ein Zertifikat ausstellen. Das scheinen mir sozusagen kleinere bürokratische Hürden zu sein, die das bislang allenfalls verhindert haben. Mir ist nicht so ganz klar, worin die jetzt bestehen, aber scheint sie zu geben, nur mir scheint es eigentlich ohne weiteres machbar zu sein. Und dass es eine gute Idee ist, das sieht man, finde ich, an der Ringvorlesung besonders gut, weil die halt einfach wahnsinnig gut besucht ist und weil die auch eine wahnsinnige Strahlwirkung hat. Also ich habe jetzt dreimal in der Ringvorlesung vorgetragen und es hat die Anzahl derjenigen, die bei mir im ÖWP-Bereich in anderen Veranstaltungen sitzen, signifikant erhöht. Also das sind dann halt einfach Leute, die sich denken, ach ja, okay, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch interessant.
kommt, jetzt höre ich mir doch mal eine Vorlesung zur Umweltethik an. Und das hat sicher nicht mit mir zu tun, sondern das ist einfach sozusagen der Natur der Sache geschuldet. Man kann sich da auf eine Weise vorstellen mit seinem Fach, die überhaupt erst ein Interesse weckt für diese Themen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei allen anderen, die dann Vortrag gehalten haben, genauso ist. Und es macht einfach sichtbar, was man für eine Forschung in dem Bereich macht. Und die Studierenden können auf diese Weise einen Überblick darüber gewinnen, was es überhaupt gibt und was es ohnehin gibt. Also das ist jetzt eigentlich mein Hauptpunkt. Die Sachen gibt es ohnehin, man muss sie eigentlich nur zusammenbringen. Okay, würde ich das Mikro gleich ans andere Ende weiterreichen. Wie ich herausgehört habe, im Moment sind die Probleme die Anrechenbarkeit, was jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung ist. Und natürlich, dass es nur auf ehrenamtlichem Engagement derzeit beruht, dass diese Ringvorlesung besteht. Ja, ich bin Yannick, ich bin auch in der Studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro und ich habe mich jetzt dazu gesetzt, weil ich in den letzten beiden Jahren in dem Team war, die diese Ringvorlesung organisiert hat. In Folge von der letzten Forumssitzung, die heute vor einem Jahr war, da haben wir das angesprochen, dass das schwierig ist, für manche Studierende sich das anrechnen zu lassen, weil die in den Jahren davor bei der Geografie angesiedelt waren. Und dann konnte das Ganze beim Career Center angesiedelt werden. Und das war total praktisch, weil dann auch alle Geografiestudierenden das in ihrem überfachlichen Wahlpflichtbereich unterbringen konnten. Also das war so das Ergebnis davon, um deine Frage zu beantworten. Für uns als Organisatorinnen und Organisatoren ist aber das, was wir stemmen können in ehrenamtlicher Arbeit, eigentlich kann nicht viel weiter über diese Ringvorlesung alle zwei Semester hinausgehen. Also da die passenden Referentinnen und Referenten zu finden, Raum zu organisieren und dann das ganze Administrative, was dahinter steht. Also es muss ja, wenn es Punkte gibt, auch eine Prüfungsleistung geben. Und ja, also viel mehr neue Veranstaltungen zusätzlich können wir nicht schaffen. Aber ich glaube, dass das auch gar nicht unbedingt nötig ist, im ersten Schritt zumindest nicht, von ehrenamtlicher Seite, sondern da ist die Idee beim Studium Ökologikum bei uns gewesen, dass man sich darum bemüht, das schon bestehende Angebot für Nachhaltigkeitsthemen einfach für alle, die interessiert sind, nutzbar zu machen. Also quasi die Öffnung der Kurse zu den einschlägigen Themen für alle Studierenden, natürlich in Absprache mit den Professorinnen und Professoren oder den Dozierenden, die diese Veranstaltung machen, wenn es da noch Kapazitäten gibt. Aber ich glaube, dass das kein Problem sein sollte. Wenn das Modul anwachsen soll über diese drei Punkte hinaus, dann geht da, glaube ich, kein Weg an einer Stelle dran vorbei. Vielleicht wäre eine studentische Hilfskraftstelle genug für die Organisation und Durchführung der Ringvorlesung, aber das, ja, also was wir als Ehrenamtliche da stemmen können, das ist ziemlich ausgeschöpft. Zumal wir ja nebenbei noch Vollzeit studieren und Teilzeit arbeiten. Also, ja. Okay, deine Wünsche waren jetzt sogar noch ziemlich zurückhaltend, würde ich mal sagen. Drei Leistungspunkte würden dir reichen. Johannes Geibel, nee, die drei Leistungspunkte, die gibt es ja schon für die Ringvorlesung. Damit es offiziell ein Modul werden kann, das war im letzten Semester ein bisschen kompliziert, musste es ja fünf Punkte geben und quasi ein Fünf-Punkte-Modul zu schaffen und sich da Veranstaltungsformate auszudenken, das ist. Geht einfach über das hinaus, was man in seiner Freizeit zu dritt oder zu viert stemmen kann. Okay, Johannes, magst du ganz kurz berichten, in den letzten 5 oder 6 Jahren, was hat sich denn da in Tübingen als Studium Ökologikum entwickelt? Welchen Umfang hat das? Ja, vielleicht, weil es auch direkt zurückgeht zu der Frage der Struktur. Also wer macht da eigentlich was und was können Studierende leisten, was können sie eben auch nicht mehr leisten? Was wir dort eben hatten, waren, dass wir einen relativ direkten Zugang zum Career Service haben, die eben ein überfachliches Modulstudium professional angeboten hat. Und dort haben wir eben einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit eingerichtet und haben sozusagen von Beginn an Gelder bekommen, um die Vortragenden, oder das haben wir vor allem, genau, wir haben komplett neue Kurse auf die Beine gestellt. Wir haben nur in sehr begrenztem Umfang auf Dozierende an der Universität Tübingen zurückgreifen können, aufgrund dessen, was da war. Wir mussten da mit dem Potenzial arbeiten, was da war. Und da haben wir uns entschieden, wir gehen auf Externe zu. Und wir haben die Leistung des Ehrenamtes als Studierende war dahin, uns Themen zu überlegen, uns Personen zu suchen, die diese Kurse leiten können. Und dann hatten wir sowohl noch im Career Service eben eine studentische Hilfskraft, die dann die Absprachen, die finalen Raumorga und so weiter, die übernommen hat. Das heißt, wir hatten wirklich nur diese
kreativ-schöpferische Arbeit, was natürlich sehr schön war, aber was auch groß irgendwann sehr umfänglich war, weil wir dann noch das bis zu 15 Kurse pro Semester auf die Beine stellen mussten. Irgendwann hatten wir einen Bestandskurspool, wo aus dem man schöpfen konnte. Aber mittlerweile ist es eben auf 25 bis 30 Kurse pro Semester angewachsen. Und jetzt gibt es auch eine halbe Stelle, die sich sozusagen komplett diese Kurse organisiert, auf die Beine stellt, Dozierende sucht. Und es gibt aber weiterhin eine AG aus Mitarbeitern, Studierenden, die eben wie immer wieder neue Impulse reinbringt, sodass nicht immer nur die gleichen Kurse angeboten werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und noch eine Sache, ja, es ist wichtig, bestehende Kurse zu poolen, das, was da ist, zusammenzubringen. Aber Universität erschöpft sich heute in der Lehre in allererster Linie darum, Wissen weiterzugeben und zu produzieren. Und bei Bildung für nachhaltige Entwicklung geht es eben nicht nur um Wissen transparent zu machen und weiterzugeben, sondern ins Gestalten zu kommen. Wir haben das in Tübingen genannt, vom Lehren zum Lernen zum Handeln. Und deshalb halte ich es für absolut elementar, dass man auch neue Kurse schafft, die eben genau diesen Dreiklang hinbekommen. Also dass man nicht nur Wissen generiert, sondern auch das konkret anwendet und auch schon ins Machen kommt innerhalb eines Kurses. Da gibt es tausende Beispiele in Deutschland, wie das konkret geht innerhalb von Hochschulen. Aber ich glaube, das ist wichtig und deshalb muss es wir poolen ein paar Nachhaltigkeitsvorlesungen zusammen. Ich glaube, das ist noch keine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wenn du sagst, zum Gestalten kommen, muss ich natürlich an die TU-Projektwerkstätten auch in unmittelbarer Nachbarschaft denken. Aber Frau Kunst, jetzt möchte ich Sie fragen, wenn wir dann dieses Zitat aus dem Leitbild zusammenbringen, da steht ja das Recht und ich glaube aber auch die Pflicht, die Lehre und die Forschung mitzugestalten. Welche Möglichkeiten haben Sie dann in der Hochschulleitung, denn so ein Format mit zu initiieren? Oder vielleicht auch erstmal ganz allgemein gefragt, was halten Sie denn von so einem Querschnittszertifikat, wie man das dann immer nennen mag? Also ich würde mich in gewisser Weise Frau Meyer anschließen. Ich meine, es ist immer im Detail dann, also der Teufel liegt im Detail. Also das bisschen Organisationsarbeit ist dann ganz schön viel. Soweit ich weiß, ist ja der Gesprächsfaden mit der Vizepräsidentin für Lehre und Studium in diesem Frühjahr aufgenommen worden, um einfach den Weg zu beschreiten, wie man hier beispielsweise zur Einführung eines interdisziplinären Wahlmoduls kommt und dabei und damit anfängt, also die verschiedenen Dinge miteinander zu kombinieren. Also was meine ich jetzt mit verschiedenen Dinge miteinander kombinieren? Auch hier ist die Ringvorlesung des Studium Ökologikums am Career Center angesiedelt. Ich meine, das wäre ja der Ort, an dem etwas wie Dachinhalte zu einem Ansatz, wie Sie es jetzt gerade auch beschrieben haben, anzulegen wäre. Das wäre also ein Element. Ein zweites tatsächlich in den meisten Studienordnungen oder in einer Vielzahl von Studienordnungen die Möglichkeit des Wahlpflichtmoduls hinein zu entscheiden über die Kommission für Lehre, die ja auch durch Herrn Fidalgo, also für Sie relativ gut erreichbar ist. Und last but not least, Module, die schon vorhanden sind, nochmal daraufhin abzuprüfen, ob sie auch im Sinne, also als Wahlpflichtmodule, im Sinne einer Nachhaltigkeitsvermittlung verwendbar oder ergänzbar sind. Also das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Packende, um da systematisch auch im Bereich von Lehre und Studium zu starten. Eine Ringvorlesung am Career Center, da müsste man drüber reden, wie dann auch dort eine Erweiterung dann machbar ist. Frau Kunst, ich würde Sie noch ganz kurz fragen. Ich habe gelesen, die HU hat über 1300 studentische Hilfskräfte. Wäre es denn denkbar, dass man zum Beispiel dieses Engagement, das ehrenamtliche Engagement durch 1 bis 2 Hilfskräfte unterstützt, damit dieses studentisch initiierte Angebot ausgebaut werden kann?
Das ist im Moment schwierig, weil das ja eine rein organisatorische Arbeit ist, für die zurzeit wir einfach in einem Clinch sind, dafür auch studentische Mitarbeiter beschäftigen zu können. Also, aber das ist jetzt mehr Nebengleis, sodass die finanziellen Ressourcen, die wären dann irgendwie zu besprechen, wie man dazu kommt. Okay, sonst müsste man es dann etwas wissenschaftlicher aufladen. Ist sicherlich bei so einer Ringvorlesung oder so einer Seminargestaltung auch gut zu machen, wenn das dann die Hürde sein sollte. Also ich werde jetzt nichts zu Ressourcen hier heute Abend sagen. Denn Sie haben mich eingeladen zum Diskutieren und nicht um Zusagen zu machen über Ressourcenausstattung von Dingen, die dann auch unter haushaltsrelevanten Entscheidungen fallen. Das werde ich jetzt hier heute Abend nicht von mir geben. Okay, aber dennoch werde ich es immer wieder probieren, Sie auch nach Commitments zu fragen. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützen Sie das, dass das irgendwie da mehr in die Richtung gibt, aber wer soll das machen? Also soll das dann letztlich an 2, 3 Ehrenamtlichen hängen, die sich einmal im Jahr dann finden und wenn sie dann bereit sind, ein Jahr lang dafür ihre Freizeit zu opfern, dann gibt es das und wenn nicht, dann eben nicht. Also wie sieht denn Ihre Unterstützung dann da aus, wenn Sie das denn unterstützen? Also, dass Sie uns da auf die Schulter klopfen, oder? Also die Schulter klopfe ich Ihnen in jedem Fall. Das natürlich ganz sicher. Meine Antwort ist so zu lesen, dass es für die Entwicklung im Bereich der Lehre mehrere Elemente braucht. Das Zusammenbinden von Vorhandenem, das Überprüfen, wo lassen sich Dinge öffnen, die eine größere Vermittlung über die Disziplin eröffnet und last but not least die Erweiterung einer solchen Ringvorlesung, bei der ich jetzt unterstelle, dass sie im ersten Ansatz für einen disziplinübergreifenden Überblick vermitteln, sodass Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe aus einer erweiterten Ringvorlesung auch beizugeben wäre. Also wenn man so will, der Kern, an dem dann auch andere Inhalte aus schon vorhandenen Modulen dazu kombiniert werden könnten. Das würde Ressourcen kosten und diese Ressourcen wären dann über die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten aus dem Ressort Lehre auch beizubringen. Also natürlich über das Präsidium. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Weg aufgezeigt bekommen, an welche Stellen sich zu wenden ist, wie der Prozess weiter zu verfolgen ist mit der Vizepräsidentin für Lehre. Die Stühle sind frei. Wir nehmen auch gerne noch Meinungen auf. Herr Wanke, ich muss mein Mikrofon in der Hand behalten. Wo ist das zweite Mikrofon hin? Ach, dort. So. Ja. Ja, ich wollte vielleicht dann doch noch ergänzen, was wir an der Freien Universität in dem Bereich machen. Also Ringvorlesungen oder halt Projektkurse, die das Element hier Bildung für nachhaltige Entwicklung aufnehmen. Das haben wir natürlich in der Vergangenheit auch gehabt, aber das waren dann auch eher so punktuelle, an Personen gebundene Aktivitäten. Wir haben jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal eine Ringvorlesung gemacht, wo wir sozusagen, stand auch unter dem Duktus SDG sozusagen, inwiefern lassen sich sozusagen die SDGs wiederfinden in Forschungsaktivitäten hier an der Freien Universität Berlin. Wir haben das aber immer gekoppelt dann auch mit einem institutionellen Blick. Das heißt, wenn wir über Gesundheit, Health gesprochen haben, haben wir geguckt, was macht denn die Freie Universität in dem Bereich. Und das war insofern interessant, als sich da tatsächlich wieder klassisch auch manche Leute zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind aus Forschung und Managementbereich. Und das hat schöne Impulse gegeben. Zum Studium Ökologikum, nein, machen wir jetzt gerade nicht. Also das ist durchaus ein Thema, was wir auf dem Schirm haben und was sicherlich, was wir auch vor uns hertragen. Wir haben uns aber erstmal entschieden, wir etablieren in dem ABV-Bereich, allgemeine Berufsvorbereitung. Ich weiß nicht, haben Sie das auch hier an der Humboldt-Universität? Das heißt vermutlich überall anders. Ist wahrscheinlich dieser Wahlpflichtbereich, der
mehrfach erwähnt wurde. Und da etablieren wir jetzt einen Kompetenzbereich nachhaltige Entwicklung mit 4 Modulen. Die Modulen werden heißen Nachhaltigkeit managen, Nachhaltigkeit kommunizieren, Nachhaltigkeit konkret gestalten und Nachhaltigkeit erforschen. Und alle diese Module haben gemein, dass sie erstens die SDGs thematisieren müssen und dass sie sozusagen immer in einen Theorie-Konzeptionsteil und einen Praxisteil unterschieden sind. Und also allgemeine Berufsbereitung, Vorbereitung sagt das ja schon, das heißt also die Hälfte sozusagen der Tätigkeiten in diesem Bereich bezieht sich dann auch tatsächlich auf praktische Aspekte. Diese praktischen Projekte können eigentlich überall stattfinden, aber wir öffnen unseren Campus immer für studentische Aktivitäten in diesem Bereich. Ne? Um mal ein Beispiel zu nennen, eine Gruppe jetzt, also wir machen jetzt gerade Piloten und das Ganze läuft momentan durch die Gremien. Das ist, wie Sie gesagt haben, nicht so ganz einfach. Das hat man sich einfacher vorgestellt, aber wir sind da jetzt eigentlich durch. Diese studentische Gruppe hat beispielsweise sich zum Grünflächenmanagement an der Universität hat sich um dieses Thema gekümmert, hat Interviews geführt, hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Da ist ein sehr schöner Impuls daraus entstanden, weil sich herausstellte, die 5 Personen, die irgendwo mit Grünflächenmanagement zu tun haben, waren eigentlich alle der Meinung, ja, da kannst du mehr machen. Und schon hast du, wenn du diese 5 Leute dann mal an einen Tisch bringst, bist du einen Schritt weiter, ne? So in diese Richtung. Aber wir haben beispielsweise auch Seminare gemacht, aus denen heraus dann auch die Hochschultage entwickelt wurden. Und wir setzen jetzt halt erstmal auf diesen Kompetenzbereich. Wir sind dabei, Dozenten an der FU zurzeit zu gewinnen, die da diesen Kompetenzbereich auch dann letztlich schultern. Wir setzen sehr darauf, dass wir wirklich in der Universität die Leute finden. Ne? Also es ist einfacher, die eigentlich außerhalb zu fischen, aber wir ja, klinken im, wir putzen im Moment sozusagen die Türklinken, um tatsächlich auch an der FU Dozenten zu finden und machen da eigentlich auch ganz gute Erfahrungen. Okay. Also das ist eher so, dass man da offene Türen einläuft. Nicht unbedingt natürlich bei den Forscherinnen, die hart im Drittmittelgeschäft sind, aber im Umfeld ja. Der Leute findet man in der Regel immer etwas. Genau, vielen Dank für diese 2 wichtigen Punkte, die ich auch aufgreifen möchte. Zum einen natürlich die Hochschule selbst als Forschungsobjekt nutzen, auch in Lehrveranstaltungen, und zum anderen Bündnisse schmieden, auch von Dozierenden. Frau Meyer, könnten Sie sich denn vorstellen, vielleicht kennen Sie auch eine ganze Reihe von Kollegen, die da auch in die Richtung nachhaltige Entwicklung mehr machen möchten, könnte nicht einfach auch, ich würde mal sagen, bottom-up, so ein Studium Ökologikum erwachsen? Ja, also wenn Sie sagen, dass man sich vorstellen kann, dass Leute mehr machen, dann muss man natürlich Leute dazu bringen, in der Lehre sozusagen ihre Schwerpunkte dementsprechend zu setzen. Und das wird wahrscheinlich von den jeweiligen Personen abhängen, wie sehr sie da offen für solche Schwerpunktverschiebungen sind, wie sehr sie auch an den Interessen der Studierenden ihre Lehre ausrichten möchten. Aber mein Punkt von gerade war eher derjenige, dass ich sage, es gibt schon so viel. Und damit könnte man erstmal anfangen. Aber und, als Rahmen ja. dann, in einen Rahmen zu gießen, es ja, gibt schon also viel. Man muss ja dann anfangen, damit ja, das sichtbar wird. Also bei dem Rahmen sehe ich einfach nicht diese großen Probleme. Also die einzelnen Institute haben ja ÖWP-Module und die sind schon zusammengeschnürt zu vielleicht 5-Punkte-Modulen. Das ist, scheint mir einfach eine rein organisatorische Aufgabe zu sein, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt aus diesem 5-Punkte-Modul vielleicht mal die eine Vorlesung raus, die Nachhaltigkeitsthemen irgendwie behandelt. Dann haben wir schon mal 2 Punkte für diese Vorlesung, dann haben wir noch 3 aus der Ringvorlesung, dann haben wir 5 Punkte fürs Studium Ökologikum. Also wenn man das so ein bisschen flexibler angeht, diesen ÖWP-Bereich, dann glaube ich, kann man da jetzt schon aus dem Vollen schöpfen. Und dann wäre meine Hoffnung natürlich, dass darüber, dass es gut läuft, sozusagen weitere Lehrende sich da beteiligen möchten, vielleicht in der Ringvorlesung mal einen Vortrag halten, den sie noch nicht in der Tasche haben, sondern sich einfach mal dazu hinreißen lassen, was zum Thema Nachhaltigkeit zu machen, was vielleicht auch für sie noch ein bisschen neu ist, und sich dann
vorstellen können, ein Seminar anzubieten zu diesem Thema. Aber ich glaube, das ist ein langsamer Prozess und dafür braucht es erstmal sozusagen die Arbeit mit dem Bestehenden. Nur das Bestehende haben wir, das muss man, denke ich, einfach nur ein bisschen geschickter bündeln. An irgendeiner Universität in Deutschland, Frau Kunst, ich gebe Ihnen auch schon mal das Mikro, gibt es auch gerade die Idee, man gestaltet einfach eine Woche der Nachhaltigkeit in der Lehre, wo dann alle Dozierenden aufgerufen werden, einfach mal ihr Thema mit nachhaltiger Entwicklung zu verknüpfen. Ich habe leider nicht die Hochschule im Kopf, aber Zürich, ja. Naja, es gibt eine ganze Reihe von Hochschulen und Universitäten, die das auch als profilgebend für ihr eigenes Selbstverständnis auf eine ganz institutionelle Ebene heben. Also Sie hatten ja vorhin die kleine Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde angesprochen, aber auch die Universität in Lüneburg ist mit ihrer gesamtstrategischen Ausrichtung und Berufungspolitik verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit, was sich auch dahin erweitert hat, dass sie ja eine andere Konzeption für Lehre und Studium leben, in dem ein ganzes Jahr einem Thema gewidmet wird als Eingangsstudienjahr und dabei auch ganze Jahre tatsächlich nur dem Ausloten der Begrifflichkeit Nachhaltigkeit in einem jeweiligen aktuellen Diskurs gestellt werden. Also das gibt da alle Spielarten. Es ist aber bei einer so organisch gewachsenen Universität wie der Humboldt-Universität sicherlich auch nötig, sich also zu der Umfänglichkeit der Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit nochmal zu verständigen. Also wie kriegt man tatsächlich die Disziplinenvielfalt und den Reichtum dieser Universität verbunden mit Nachhaltigkeit, um dieser häufig eng geführten Begrifflichkeit auf ökologische Zusammenhänge, die gesellschaftlichen Implikationen nochmal deutlich mit einzupflanzen und den Schulterschluss zu jetzt der Notwendigkeit in einen anderen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten als Universität zu öffnen. Das war jetzt eine lange Vorrede zu jetzt dem Konkreten, nämlich bezogen auf die Lehre. Es ist einfach eine Fisselarbeit, die Dinge zusammenzubasteln, die vorhanden sind. Es ist viel vorhanden, aber es muss auf der Institutsebene die Entscheidung getroffen werden, auch Öffnung für bestehende Lehrangebote zu machen, sodass, wie gesagt, es einfach die Detailarbeit im VPL-Bereich geben muss, dass die sich das mit auf die Agenda ziehen, das auch tatsächlich anzugehen. Was wir sicherlich als Hochschulleitung machen können, im Consilium Dekanale, also in der Versammlung der Dekane, nochmal dafür zu sensibilisieren, das mit ihren Instituten zu besprechen und es dann systematisch anzugehen. Vielen Dank. Der gute Wille ist da. Ich würde jetzt auch gerne den Bereich Lehre abschließen. Jetzt habt ihr euch beide zum Bereich Lehre noch allgemein? Okay, Lehre? Ja, bei mir das nicht. Okay, dann gerne noch kurz, dann würden wir in den zweiten Teil zu Betrieb und Governance übergehen. Also ich wollte Frau Meyer und Frau Kunst, also beiden zustimmen. Es ist schon viel da an der Humboldt-Universität. Und auch die Zusammenarbeit mit Frau Oberkfell, der Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und also zumindest die Kommunikation läuft gut und die Zusammenarbeit auch mit dem Career Center für die Eingliederung von dem Studium Ökologikum läuft eigentlich, ist ganz gut angelaufen. Das Problem war eher, dass, wie Yannick auch schon sagte, uns sind dann die Kapazitäten ausgegangen. Für uns war es schon fast ein Dilemma, sollen wir jetzt nochmal eine Ringvorlesung organisieren oder sollen wir jetzt mal Studium Ökologikum an sich anpacken? Wir haben eigentlich nie die Zeit, beides zu machen. Wir versuchen das jetzt dieses Semester, mal gucken, ob es klappt, uns quasi aufzuteilen in Leute, die das verstetigen wollen und in Leute, die wieder die Ringvorlesung anbieten.
Genau, und wir haben auch schon versucht, Lehrveranstaltungen mit Nachhaltigkeitsbezug zu sammeln. Und das ist sehr umfangreich, aber es würde wahrscheinlich trotzdem ausreichen, wenn man dafür eine Person hat, die sich einfach an alle wenden kann. Das, naja, dafür braucht es halt dann eine Stelle. Viel mehr wollte ich gar nicht sagen. Okay. Das Career Center haben wir schon mal als geeignete Stelle ausgemacht, wo eine Stelle in der Stelle geschaffen werden könnte. Ja, ich bin eigentlich nur hierher gekommen, weil ich dachte, vielleicht kann man das Thema Lehre langsam ein bisschen abschließen. Ja. Aber das wollte ich. Zu welchem Themenbereich würdest du denn gerne übergehen? Also ich wollte übergehen zum Thema Stabsstelle, Nachhaltigkeit vielleicht. Sehr gut, dann machen wir das. Dann bleib sitzen. Cool. Da gehen wir weiter zur Governance. Es hängt ja auch eng zusammen mit dem Betrieb. Da können wir dann auch einfach Querverweise herstellen. Und für die Governance haben wir jetzt uns natürlich ein Beispiel aus der Nähe herausgesucht. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wie man das machen könnte. Eine Stabsstelle hast du auch genannt. Wir zeigen wieder ein kurzes Video zur Einstimmung und ein Zitat habe ich mitgebracht. Aus dem Leitbild mal wieder natürlich. Im Verhältnis ihrer Mitgliedsgruppen setzt die Humboldt-Universität auf die Wechselwirkung von Partizipation und selbstverantwortliche Zuständigkeit in einem ständigen Reformprozess. Liest sich gut. Dann ein kurzes Video von diesem runden Tisch. Johannes, du hättest jetzt kurz die Aufgabe, wieder zu berichten. Wirklich ganz kurz in 2-3 Sätzen. Was ist denn der runde Tisch? Der runde Tisch in Eberswalde ist ein offenes Gremium, in dem alle Akteursgruppen sich zusammenfinden können. Da werden keine Personen ernannt, sondern er wird regelmäßig eingeladen von der Nachhaltigkeitsbeauftragten. Alle, die mitgestalten wollen zur Nachhaltigkeit in Eberswalde, können mitmachen. Dann ergeben sich Arbeitsgruppen daraus, wenn der Bedarf ist. Und so ist zum Beispiel über eine Arbeitsgruppe sind die Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung entstanden. Also ein Papier, was diese Gruppe erarbeitet hat und dann irgendwann vom Senat beschlossen. Genau, aber sozusagen ein Impulsgebungsgremium. Okay, dann schauen wir es uns kurz an. Ein paar Impressionen. Was heißt nachhaltige Entwicklung für unsere Hochschule? Ganz konkret hier bei uns. Das ist freiwillig, weil sich Leute dort einbringen wollen, um was zu verändern und was zu gestalten vor allem. Es sind an einem Tisch engagierte Leute, die sich auf Augenhöhe begegnen. Es ist egal, was für einen Hintergrund du in dem Moment hast. Du bist Hochschulangehöriger und die gemeinsame Mission und Vision ist, diese Hochschule voranzubringen im Sinne nachhaltiger Entwicklung. Das ist für mich ein sehr wichtiger Impulsgeber. Nicht nur für mich, für die ganze Hochschule. Zur Erklärung, das war der Präsident am Ende, ja. Runder Tisch war jetzt das kurze Modell, was vorgestellt wird. Jetzt zur Stabsstelle. Es geht also darum, irgendeine Stelle, ein Gremium zu schaffen, wo die nachhaltige Entwicklung Thema ist oder verankert fest. Ja, genau. Also der Grund, warum ich eigentlich hierher gekommen bin, ist, diese Stabsstelle in dem Hinblick zu thematisieren, dass eben eine zentrale Schnittpunkt- und Anlaufstelle für das Thema Nachhaltigkeit ist. Weil das habe ich auch gerade hierbei rausgehört, dass es scheinbar irgendwie Ansätze gibt und auch irgendwie Potenzial, das genutzt werden kann, aber dieses Zusammenfisseln, wie Sie gesagt haben, das Problem darstellt. Und ich glaube, so ist es eigentlich auf ziemlich allen anderen Ebenen auch, nicht nur bei der Lehre, sondern wahrscheinlich auch bei der Verwaltung, dass da bestimmt auch Ansätze dabei werden, ein Konzept zu entwickeln, wie man Ressourcen einsparen kann und dass es irgendjemand mal zusammenfisseln müsste und es ist halt Arbeit und die macht gerade niemand gerne extra. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es so eine Stabsstelle gibt, die sich darum bemüht, die verschiedenen Bestrebungen zu koordinieren und zusammenzubringen, dass man nicht irgendwie an 50 extra Stellen rennen muss in diesem wahnsinnig, also diesen krassen Organigramm der HU sich verschiedene Stellen rauspicken, sondern es wäre doch toll, wenn es da einfach ein Schlagwort gebe und klar wäre, woran man sich wenden könnte. Das wäre so der Idealfall. Und die Frage, die damit für mich einhergeht, ist aber, Sie haben ja schon gesagt, dass Ressourcen ein heikles Thema sind. Aber wie könnte man es denn schaffen, vielleicht so eine Stelle
auch an etwas bereits Bestehendes anzulagern und mit bereits verfügbaren Ressourcen darauf hinzuarbeiten, dass es sowas künftig gibt. Das sind, ja. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, die du aufgemacht hast, die wir auch nacheinander gerne behandeln wollen. Zum einen die Ressourcen. Da würde ich auch an ein Umweltmanagementsystem, an den Betrieb denken, wo man vielleicht Ressourcen gar nicht neu einsetzen muss, sondern generieren kann über die Einsparungen. Und dann das Zweite, wo ist das überhaupt im Organigramm vertreten? Ich würde mit dem Organigramm anfangen, Josef. Gibt es denn an der HU Berlin für dich irgendeine Stelle im Organigramm, wo nachhaltige Entwicklung als Thema verankert ist? Und wo ist denn überhaupt das studentische Nachhaltigkeitsbüro? Fühlt ihr euch irgendwie da auch dem Organigramm zugehörig? Also diese Stelle habe ich jetzt noch nicht gefunden, muss ich sagen. Wo wir uns zugehörig fühlen, erstmal diesen Prozess anzustoßen und es aus dieser Chance zu sehen, tatsächlich jetzt gemeinsam mit dem Präsidium auch zusammen. Ich denke, wir können da einfach total gut zusammenarbeiten und sozusagen Ressourcen bündeln. Und wir kommen ja noch zum Betrieb und auch dazu, wie sich sowas rechnen könnte. Studentisches Engagement dort nicht sozusagen abzuschreiben, also es sind ja gute Ideen, aber das dann sozusagen liegen zu lassen, weil das ist eigentlich die allergrößte Gefahr, glaube ich, bei diesem studentischen Engagement, dass so ein bisschen der Faden aufgenommen wird, aber nicht so richtig. Es gibt ständige Fluktuationen, das ist einfach die Probleme, denen wir tagtäglich in die Augen schauen müssen, dass natürlich Studierende ins Ausland gehen, dass Studierende mit dem Studium fertig werden, dass das Wissen weitergegeben werden muss. Und das sind einfach Punkte, die nehmen extrem viel Zeit weg, extrem viel Aufwand. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir dort das zusammenbündeln und dieses Potenzial dann eben auch nutzen. Und ich finde es total wichtig, dass das auch von dem Präsidium tatsächlich wahrgenommen wird. Ich sehe das an vielen anderen Universitäten, dass das, was mich so mitzieht und begeistert, und ich fände es einfach wunderbar, wenn das eben auch an der Humboldt-Universität passiert, ernst genommen wird, als Chance betrachtet wird. Und deshalb haben wir sozusagen dann überlegt, das zweigleisig gewissermaßen zu fahren. Ein studentisches Nachhaltigkeitsbüro ist unserer Ansicht nach ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, um allen Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr innovatives Potenzial und einfach die Ideen, die einfach überall schlummern, tatsächlich auch aufkeimen lassen zu können und daraus wirklich etwas zu machen. Und gleichzeitig sehe ich es sozusagen wichtig, dass die gesamte Universität, also alle Statusgruppen, gemeinsam überlegen, wie können wir das erreichen. Wir haben bestimmte Ideen, aber ich bin mir sicher, dass Sie, Frau Kunst, auch sehr, sehr viele Ideen zu diesem Thema haben, die wir gar nicht haben können aus unserer Perspektive. Deshalb wäre so ein Dialog so unglaublich wünschenswert von unserer Seite, weshalb wir Sie sozusagen dahingehend natürlich ganz klar bitten, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten und dahingehend dann die Uni mit umzugestalten, und zwar zum Positiven. Und das ist sozusagen dieser Punkt, den ich da unbedingt machen möchte, das nicht als Problem zu sehen, sondern klar zu sagen, wir müssen jetzt ganz klar Anlaufpunkte oder Anlaufstellen schaffen. Und das Präsidium sagt auch, ja, wir unterstützen das und wir geben unser Bestes, auch wenn wir gerade sehr, sehr viele andere Probleme an verschiedenen Stellen eventuell haben, was natürlich immer auch ein wichtiger Punkt ist, aber Nachhaltigkeit sollte da wirklich nicht auf der Strecke bleiben. Josef, und jetzt ganz kurz die Rückfrage. Konkret hieße das aber, wir haben die Stabsstelle Nachhaltigkeit. Genau, wir haben. Und wir haben gleichzeitig ein studentisches Nachhaltigkeitsbüro, was in einer Art institutionalisiert genau, wäre. Genau, um das vielleicht nochmal in drei Sätzen zu umreißen, wie wir das sozusagen sehen, aus einer großen Chance. Wenn es eine Stabsstelle gäbe, wo eine Strategie ganz konkret entwickelt wird, wir gleichzeitig eine Verbindung haben zu einer studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro, wo ehrenamtlich gearbeitet wird, wo es aber auch Stellen gibt bei größeren Projekten, Beispiel könnte ein Studium Ökologikum sein, und das entsprechend anzusiedeln an den verschiedenen Stellen, einen entsprechenden Beirat da natürlich auch zu haben, wo also das Nachhaltigkeitsbüro, das Studentische, die Ideen mit einbringt, wo aber auch die technische Abteilung mit drin sitzt, Professorinnen und Professoren den Bereich Forschung und Lehre einbringen und einfach gemeinsam versuchen, diese Vision einer nachhaltigen Universität vorzudenken. Und ich glaube, also es würde mich überraschen, auch anhand dieser Zitate,
wenn man das tatsächlich nicht aufgreift und diese Chance jetzt einfach nicht nutzt und tatsächlich sagt, okay, na klar, setzen wir uns zusammen und überlegen uns dort was ganz Konkretes und versuchen, das mit einem Umweltmanagement zu verbinden, wo entsprechend ja auch Ressourcen eingespart werden. Da wird ja enormes Potenzial frei. Da kann auch sicherlich Herr Wanke noch mal im Detail etwas erzählen. Bevor wir aber zur Finanzierung kommen, möchte ich gerne den Punkt doch weiter verfolgen. Frau Kunst, was ist denn Ihre Positionierung zu einer Stelle, was ja auch bei der Lehre hinaus herauskam? Es fehlt an Verantwortlichkeiten oder jemand, der sich den Hut für das Thema aufsetzt, wo dann auch Studierende mit Ideen kommen könnten. Wären Sie da offen oder was ist Ihre Position zu einer solchen Idee? Also ich sehe sehe vorhandene Ansätze und auch bereits gegebene Verantwortlichkeiten. Also Sie wirken als Ideengeber. Das Gespräch mit der Vizepräsidentin für Lehre ist eröffnet. Die Etablierung einer übergreifenden Pflichtmodulstruktur könnte angehen, ohne dass es dazu irgendwie einer Stabsstelle bedürfte, weil tatsächlich operativ muss es ja im Bereich der Verwaltung dann wirklich umgesetzt werden, sodass die Erfahrung mit einzelstehenden Stabsstellen gerade auch an dieser Universität relativ durchwachsen sind. Ich bin gerade dabei, die aufzulösen und zurückzuführen in die Verwaltung und die an die Stellen zurückzuentwickeln, wo sie tatsächlich auch im Kontakt mit den Fakultäten arbeiten. Also Beispiel Abteilung für Internationales oder andere Angelegenheiten, die tatsächlich breit auch ansprechbar sein müssen und nicht in einer Stabsstelle gesondert angelegt sind. Das führt nicht also zur Umsetzung einer Querschnittsfunktion Nachhaltigkeit. Ich sehe auch Nachhaltigkeit keinesfalls als irgendwie Problemfall. Nur, wenn Sie die Beteiligung jetzt und die Partizipation statusgruppenübergreifend sehen, dann wäre das Mittel der Wahl, also entweder etwas wie ein runder Tisch, den Sie aber schon haben mit dem Forum, oder dass es tatsächlich als eine Kommission, so wie auch im Bereich der Medienentwicklung, verbunden ist mit einer Senatsstruktur, sodass eine Beauftragung durch die Universität mit ihrem quasi Parlamentselement an auch eine Kommission gibt, die sich dann darum auch bemüht und kümmert. Mit der Rückkopplung an eine Art Umsetzungsebene in der Verwaltung. Okay, Stabsstelle. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Ideen. Johannes, möchtest du dann dazu? Aber zuerst möchte ich ganz außen fragen. Du sitzt jetzt schon eine Weile hier. Passt der Punkt gerade? Ilja aus dem Sozialwissenschaftlichen Institut. Bin kurz vor dem Abschluss von der Bachelor. Und zwar, meine Frage richtet sich an ein Thema, die heißt Divestment von fossilen Rohstoffen. Ich habe das gelesen, dass Universitäten auch Investitionen in Investitionsfonds haben. Und die Frage ist, wie nachhaltig oder wie Ressourcen, fossile Rohstoffe bezogen sind, diese Investitionen, und was kann man da in diesem Feld tun, wenn noch nichts getan wurde? Okay, Divestment, ein wichtiges Thema, was auch immer bei uns immer aufkommt. Dennoch wäre es okay, wenn wir erstmal den Bereich, den wir vorher hatten, weiter diskutieren. Ja, klar. Okay. Johannes? Also was aus meiner Perspektive einfach immer entscheidend ist dafür, dass ich, egal um welches Thema es letztlich geht, ja, aber wenn wir das nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren, erstens, es braucht immer den Mix aus einerseits Beratungsgremien, Gremien, in denen diskutiert wird, und dann in den Gremien, in denen auch dann umgesetzt wird. Also allein ein Beirat, ein runder Tisch, ein Forum wird nichts bis sehr wenig verändern, sondern es braucht die Arbeitsebene, die diese Sitzung erstens vor- und nachbereitet und wo dann entsprechend auch Aufträge ausgeführt werden. Weil, mal ehrlich, die Personen, die in diesen Gremien sitzen, die haben in aller Regel noch sehr viele andere Aufgaben, und da ist es häufig schon eine Schwierigkeit, überhaupt Termine zu finden, dass man sich bei diesen Sitzungen treffen kann. Deshalb braucht es Arbeitsebenen. Und dann ist ja die Frage,
braucht es ein gemischtes Konstrukt aus Mitarbeitenden, Verwaltung, Akademie und Studierenden oder soll es eher getrennt sein, sprich ein studentisches Nachhaltigkeitsbüro und eine Stabsstelle, die eben sozusagen relativ zentral an der Universitätsleitung sitzt. Ich glaube schon sagen zu können, mit dem Überblick über Hochschulen international und auch deutschlandweit, dort, wo wirklich substanziell was passiert in Sachen Nachhaltigkeit, ist das Thema im Präsidium als in der beauftragten Form aufgehangen und es gibt relativ nah am Präsidium dran eine Stabsstelle, ein Kompetenzzentrum, was auch immer, wie das Naming dann ist, ist glaube ich sekundär, aber das Entscheidende ist schon, dass es nicht ein Referat ist irgendwo in Abteilung 2, 5, 7, so, sondern dass es zentral aufgehangen ist. Okay, ich habe kurz auf die Zeit geschaut. Ich bitte jetzt immer um kurze Beiträge, damit wir das auch in der Zeit ungefähr hinbekommen. Herr Wanke an der FU Berlin und Sie können gerne auch den Betriebsaspekt reinbringen, Umweltmanagementsystem und Ressourcen. Wie funktioniert denn das? Sie sind ja jetzt nun gerade Koordinator in einer Stabsstelle. Naja, ich leite die Stabsstelle. Ja. Und die Stabsstelle, die sozusagen hat jetzt heute 14 Leute. Darunter 4 studentische Hilfskräfte. Wenn ich vor 16 Jahren die Forderung aufgestellt hätte, eine Stabsstelle zu gründen mit 14 Leuten, dann glaube ich, hätte man mich relativ schnell vor die Tür gewiesen. Das heißt, man muss das Ganze natürlich auch als eine Organisationsentwicklung, als einen Lernprozess sehen. Ich habe angefangen jetzt vor 16 Jahren, das hieß nicht Stabsstelle, sondern das war eine Koordinationsstelle. Das war auch erstmal eine befristete Stelle und wir haben losgelegt. Wir haben dann halt in dem Bereich Betrieb Maßnahmen entwickelt, wo sich sehr schnell gezeigt hat, dass die sich amortisieren. Also auch wirklich sozusagen die low-hanging fruits haben wir da abgefrühstückt. Und dann, die Stelle war eigentlich auf 4 Jahre befristet. Nach 2 Jahren hatte das Präsidium dann schon gelernt, nee, das ist eigentlich jetzt keine Sache, die in 4 Jahren zu erledigen ist. Entfristen wir mal lieber die Stelle. Und dann kam mal irgendwann sozusagen das Abfallmanagement dazu. Dann kamen Projekte mit dazu. Und so ist das Step by Step gewachsen. Das ist durchaus ein organischer Prozess, wobei wir jetzt insgesamt schon die Erfahrung gemacht haben, dass es eine sinnvolle Konstruktion ist. Also wir waren mal irgendwann auch Teil der technischen Abteilung, allerdings in so einer hybriden Funktion. Also ich hatte immer den direkten Kontakt sozusagen mit unserem Kanzler. Das war auch wichtig, ne, dass man da eine Balance herstellte zwischen dem, ja, sozusagen Linien sind ja immer durch das Day-to-Day-Geschäft geprägt und dadurch auch sehr stark. Und man muss eben sozusagen mit einer Querschnittsaufgabe da irgendwo Fuß fassen. Das war insgesamt dann eben schon auch ein organischer Prozess, dass wir dann mal irgendwann die betriebliche Ebene hinter uns gelassen haben. Hatte damit zu tun, dass wir einfach sozusagen, dass bestimmte Themen waren abgearbeitet, neue Themen taten sich auf. Das Thema Nachhaltigkeit sozusagen wurde ab 2010, spielte eine immer größere Rolle. Und dann war es eigentlich eine folgerichtige Entscheidung, dass man diese Stabsstelle gründete. Aber, und da gebe ich Ihnen recht, also wenn man eine Stabsstelle versteht als eine Stelle, die sozusagen anderen nur sagt, was sie zu tun haben, dann scheiterst du. Aber an jeder Universität würde ich sagen, wir haben unsere Tätigkeit immer so verstanden, dass wir mitmischen, dass wir unsere Ressourcen voll einbringen. Also wie jetzt beispielsweise in dem geschilderten ABV-Bereich, die Papiere, die haben wir zusammen mit der Arbeitsgruppe Lehre und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung geschrieben. Und im betrieblichen Bereich sah es so aus, dass ich mich persönlich halt auch tatsächlich in die Bauprojekte eingebracht habe. Ich habe die Verträge mit den Ingenieurbüros geschlossen, ich habe diese Verträge abgerechnet und so weiter. Ich will nur damit sagen, die Qualität der Stelle, die Qualität des Aufgabenprofils, die Qualität der täglichen Arbeit spielt natürlich eine Rolle und entscheidend ist, dass man sozusagen den Abteilungen, die letztlich in die Umsetzung mit eingebunden sind, dass man es denen einfacher macht, indem man sich eben sozusagen an dieser Arbeit beteiligt. Konstanze, du bekommst das Mikro. Danke.
Ja, ich bin Konstanze Werner. Ich bin Alumni. Ich bin auch Forums-Alumni. Und ich durfte damals, vor 3 Jahren, habe ich eben gehört, das ist schon her, unglaublich viele Klinken putzen, damit wir das auf die Beine stellen und so weiter. Sie ahnen schon, welche Frage mir auf dem Herzen brennt vielleicht. Also ich war lange im Nachhaltigkeitsbüro, ich durfte auch schon auf vielen anderen Konferenzen mal mit Kollegen und Kolleginnen von Ihnen sprechen, von anderen Hochschulen. Ich bin mittlerweile als Wandercoach unterwegs in dem Programm vom Netzwerk N und habe auch andere Studierendeninitiativen besucht. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben unglaubliches Glück mit den Menschen an dieser Hochschule. Denn ich höre immer wieder, dass Hochschulrektoren sagen, die Studierenden, die machen nichts, ich kriege die nicht zu irgendwas zu tun, die müssen studieren und dann noch arbeiten und die engagieren sich nicht. Und hier haben sie ein ganzes Nachhaltigkeitsbüro voll Leute und das ist tierisch tolle Arbeit, die die machen, alles ehrenamtlich. Und dann aber auch die anderen Leute, die ich im Forum kennengelernt habe, und das sind, die Leute werden da nicht hingeprügelt, die wollen da alle sein, die sind super engagiert, das sind Professoren, das sind Postdocs aus dem technischen Bereich, wirklich so Mitarbeiterinnen, die richtig dafür brennen und Personalrat, denn ich weiß nicht, ob Herr Thielicke noch im Amt bin, ich bin nicht mehr an dieser Universität, aber jemand vom Gebäudemanagement, ja, alles Menschen, die das total interessiert, und das ist, glaube ich, nicht in jedem Forum und Kommission an dieser Universität so, dass man da so mit glühenden Augen hinläuft. Und jetzt, wie Sie merken, ich bin da auch immer gleich, wenn ich drüber rede, total begeistert. Und jetzt höre ich, dass das ein Jahr lang nicht getagt hat. Und das tut mir so ein bisschen im Herzen weh. Und ich frage mich so, Sie sitzen ja hier und finden das auch gut. Und wir haben gerade dieses andere Format gesehen, was ja auch so ähnlich ist. Und Sie sagen, man muss über Nachhaltigkeit sprechen. Was bedeutet das für unsere Hochschule? Also das Forum hat sowas schon mal geschrieben. Vielleicht passt es Ihnen ja auch, das mal zu diskutieren und das mal zu lesen, was wir uns damals schon dazu gedacht haben. Und ich habe jetzt einfach die Frage, ja, wie kann das sein? Was ist da los? Warum geht diese Arbeit nicht weiter? Direkte Frage, direkte Antwort. Das Tagen jetzt dieses Nachhaltigkeitsforums ist mir jetzt entfallen, dass das jetzt tatsächlich ein Jahr her ist. Was Sie aber ganz systematisch sehen über die Zeit, dass sich das Präsidium über verschiedene Personen mit der Thematik und auch mit Ihnen als Gruppe auseinandergesetzt hat bzw. getroffen hat, um auch in den jeweiligen Bereichen über Umsetzung zu diskutieren und nächste Schritte mit vorzubereiten. Also sei das jetzt die Vizepräsidentin für Lehre oder der Vizepräsident für Haushalt. Im Bereich der Nachhaltigkeitsentwicklung bei der technischen Abteilung. Herr Thielicke ist weiter im Amt und engagiert wie eh und je, sodass jetzt mein Eindruck auch aus der Sitzung von vor einem Jahr war, dass Sie insbesondere auch aus der studentischen Initiative an einem Problem dran sind, was jetzt die betriebliche Organisation und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsfragen im Bereich des Bauens und der Energieeffizienz, also und so weiter und so fort, dass Sie das als ganz besonderes Thema hatten, sodass das ganz logisch war, dass tatsächlich über die danach folgende Zeit die Beschäftigung auch aus der technischen Abteilung und damit über den VPH intensiv war. Das ist keine Verweigerung jetzt von Seiten der Präsidentin, jetzt nicht sich da mit Ihnen zusammenzusetzen. Aber ganz ehrlich, wir haben eine ganze Menge Megabaustellen an der Humboldt-Universität. Die grundsätzliche Ressourcenlage finanziell gesichert zu haben, sodass ich schlicht also an anderen Feuern tätig war. Also das hat jetzt nichts mit Missachtung dieser Thematik zu tun, sodass Sie recht haben. Das ist eine großartige Initiative und ein hohes Engagement. Aber wir müssen, und dazu wollte ich heute nicht kommen. Ich habe jetzt gar keinen Antritt, dass wir jetzt ausschließlich in eine Ressourcendiskussion eintreten. Und ich bin so ein bisschen in der Rolle, dass Sie mir jeweils den Ball zuschmeißen, ja, mich möglichst hier irgendwie zu committen, sodass man daraus ableiten kann, dass folgende Ressourcenfragen
also zur Neuaufstellung von Nachhaltigkeit auch damit dann weiterentwickelt werden können. Also ich achte diese Arbeit wirklich sehr, aber ich habe an den Punkten, an denen Sie mich jeweils gefragt haben, auch aus meiner Position versucht, ein paar Punkte zu machen. Nachhaltigkeit als tatsächlich tragfähige Vokabel ist auszugestalten für die Humboldt-Universität. Was Sie an Zitaten hier an die Wand geworfen haben, ist von 2001 zum Teil. 2002 und 2005 ist ein bisschen her. 2001 und 2005, ja. Das hat durchaus eine Patina. Wir sind in der Entwicklung jetzt irgendwie im Bereich Lehre, sodass jetzt die schrittweise Entwicklung, die Herr Wanke anspricht, wirklich ein wichtiger Punkt ist. Und last but not least, die Humboldt-Universität im Bereich Betrieb hat mehr alte Hütten als jede andere Universität, die Sie angesprochen haben. Und da muss man auch aufpassen, dass man da tatsächlich Dinge nicht, also die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden und dass bei dem, was möglich ist, einfach noch Jahre ins Land gehen werden, ehe Sie als studentische Initiative zufrieden sein werden und sehen können, dass all das, was Sie jetzt an bewundernswertem Engagement hervorgebracht haben, auch tatsächlich eine Frucht trägt. Vielen Dank, Frau Kunst. Ich glaube, so habe ich auch Constanze verstanden, dass es natürlich eine Ressourcenfrage ist, absolut. Und wir wollten auch hier das natürlich öffentlich diskutieren, aber gleichzeitig, dass es den Wunsch gibt, diese Offenheit zu spüren, dass der Wille und vielleicht auch das Commitment der Hochschulleitung da ist. Wir haben dort das studentische Büro, die machen viel und die lassen wir auch einfach mal machen und schauen, was dann passiert mit diesem Engagement. Da ich etwas auf die Zeit schauen muss, würde ich mich freuen, Frau Kunz, Sie hatten ja gesagt, zusammensetzen. Ich muss die Diskussion, die ja noch vielfältig ist, ein bisschen da abbrechen. Wäre es denn möglich, dass Sie mit einem Vizepräsidenten sich einfach mal im Januar und Februar mit dem Nachhaltigkeitsbüro dann wieder zusammensetzen, damit dieser Faden wieder aufgenommen wird, wenn auch jetzt das Forum ein ganzes Jahr nicht mehr getagt hat? Selbstverständlich. Das ist prima. Danke. Wir müssen nämlich schauen, wir haben noch 10 Minuten und ich möchte noch mal alle im Saal miteinander sprechen hören, damit wir eure Wünsche an diese Universität, weil ihr seid ja alle hier, anscheinend bedeutet euch das Thema nachhaltige Entwicklung für die Humboldt-Universität etwas. 5 Minuten, noch mal kurz eine Diskussion, macht euch auch gerne Notizen, die würden das Nachhaltigkeitsbüro gerne am Schluss auch mit einsammeln und einfach mal mit aufnehmen in die Diskussion. Was wünsche ich mir für die nachhaltige Entwicklung an unserer Universität? Thank you.
So, vielen Dank. Eure Punkte könnt ihr jetzt noch im Kopf behalten. Wir werden gleich noch probieren, möglichst viele davon hier einzusammeln. Aber weil Frau Kunst gleich weg muss, machen wir eine kurze Abschlussrunde. Jeweils ein Satz, was mich natürlich absolut interessieren würde. Zwei Sätze sind natürlich auch gestattet, aber nicht zu lang, sonst gehe ich dazwischen. Josef, was nimmst du denn von heute mit? Das Mikro ist natürlich auf der anderen Seite. Was nimmst du mit und was sind deine nächsten zwei Schritte zum Beispiel? Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass weiterhin Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist und das Präsidium das auch wahrnimmt, gleichzeitig aber viele andere Baustellen hat, wo ich aber sage, gerade auch im gesamtuniversitären Blick sollte das dennoch ein wichtiges Thema sein. Und was ich als wichtigen gemeinsamen Schritt sehen würde, wäre, dass es eine klare Ansprechperson seitens des Präsidiums gibt. Das das kann ja das Präsidium sozusagen für sich entscheiden, wo das sein könnte, so dass der Faden wirklich wieder aufgenommen werden kann und es eben nicht dazu kommt, dass dort der Kontakt einschläft und Potenzial sozusagen vergeudet wird. Frau Meier. Ich nehme mit, warum ich so gerne Professorin an der Humboldt-Universität bin, weil die Studierenden einfach so großartig sind. Und das ist einfach sozusagen das Beste, was man kriegen kann. So viel studentisches Engagement und diese Veranstaltung. Es ist nicht nur gut besucht, es ist auch noch perfekt organisiert. Also ich meine, wer stellt sowas auf die Beine von den Kollegen? Und einfach ganz großes Kompliment. Ja. Danke. Das Lob ist angekommen, aber haben Sie hier auch einen Plan oder einen Schritt mitgenommen, was Sie jetzt angehen werden? Also, das, was ich mitnehme, ist, dass sozusagen diese Art von Engagement einfach jede Form der Unterstützung verdient und braucht aber auch. Also es ist einfach deutlich geworden, wo auch einfach Unterstützung nötig ist. Und ich würde sagen, das, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, dass es konkrete Ansprechpartner geben sollte für die Studierenden, dass die sich nicht sozusagen in diesem Wirrwarr da irgendwie am Telefon Stunden zurechtfinden müssen und dann vielleicht auch erfolglos dabei sind. Das wäre für mich einfach ein wichtiges Desiderat, dass sozusagen diese Art von Kontaktaufnahme niedrigschwellig möglich ist. Das muss ja auch nicht gleich Frau Kunz persönlich sein, das könnte ja auch einfach ein Referent sein, der einfach dafür zuständig ist, diese Art von Kontaktaufnahme immer zu ermöglichen. Alles klar. Herr Wanke, ganz kurz. Ganz kurz. Also ja, das Kürzeste ist, Glückwunsch Frau Kunz, Glückwunsch Humboldt-Universität zu dieser studentischen Initiative. Ich sage das nicht einfach nur so, sondern das ist wirklich das Wertvollste, was eine Universität eigentlich zusammenbringen kann. Und ich fände es toll, wenn es Folgeaktivitäten gäbe zu diesem Abend. Und für Gespräche stehen Sie sicherlich auch zur Verfügung. Ja. Frau Kunz. Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung, für das wirklich herausragende Engagement.
was Sie seitens der Studierenden zur Nachhaltigkeit hier nochmal vermittelt haben. Gerade auch Konstanze, deren weiteren Namen ich jetzt natürlich nicht kenne, hat dort nochmal ein glühendes Plädoyer rübergebracht, sodass ich viele Anregungen mitnehme. Wir seitens des Präsidiums über einen Beauftragten nochmal uns dazu committen werden, wie wir das organisieren. Und dann über jetzt eine weitere Stärkung auch ihrer studentischen Initiativen reden müssen, sodass wir dann organisieren werden, wie wir dort einen konkreter oder besser laufenden Faden installieren können. Vielen Dank, Johannes Geibel. Frau Kunst, Sie haben gesagt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber wenn die HU nicht aufhört, an den Ästen zu sägen, wachsen irgendwann gar keine Bäume mehr. Deshalb, genau, Nachhaltigkeit, nicht Humboldt sein lassen, sondern den Namen ernst nehmen, also der Verantwortung Taten folgen lassen. Über das studentische Engagement wurde viel gesagt, aber deshalb auch gerade bei knappen Kosten, unterstützen Sie das studentische Engagement, geben Sie ein bisschen Gelder bereit, Gelder in Dimensionen, die für die HU, auch für die HU Berlin Peanuts sind, und Sie werden überrascht sein, was sich dann alles an Wirkung entfalten wird an dieser Universität. Ja, dramaturgisch sehr schön den Bogen geschlossen. Rebecca hat kurz das Wort, dann würde ich Frau Kunst verabschieden. Oder Rebecca, du machst das am besten. Und wir können uns dann noch 10 Minuten hier über eure Wünsche austauschen. Genau, wir wollen uns, oder ich will mich im Namen der Studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro natürlich auch nochmal bei Frau Kunst bedanken für die Teilnahme an dieser Diskussion und für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben, mit einer kleinen Schokolade, die das Budget hergegeben hat. Ja. Und wir freuen uns auf ein Treffen im Januar natürlich. Na, bei so einer Schokolade komme ich doch wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann ganz außen, du darfst schon mal das Mikro dir greifen, wo es auch immer gerade ist. Und andere Personen können sich gleich auch mit auf die freien Stühle setzen. Jetzt haben wir auch einen freien Stuhl noch mehr zur Verfügung. Und wir würden ganz kurz bitte möglichst viele Wünsche einfangen. Ja, okay, ich hatte diesen Wunsch schon vorhin vor dir geäußert. Du hast gesagt, es war nicht so ganz möglich, aber ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht angefangen haben, die Strukturen so ein bisschen aufzuzählen, die es sowieso schon in der HU gibt. Und vielleicht könnte man das noch hier integrieren in das Heft, dass man halt guckt, gerade auch, was es im Betrieb schon gibt. Und ja, ich... Hier zur Lektüre. Ja, habe ich schon. Aber genau, ich fand das vielleicht auch, dass man da Frau Kunz ein bisschen zu krass in die Ecke gedrängt hat irgendwie und dass man vielleicht eher für die Diskussion nachher irgendwie versuchen könnte, schon mal an anderen Punkten auch anzusetzen und zu schauen, was man da überall sonst noch machen kann, gerade im Betrieb und so. Das würde mich interessieren für die Diskussion auch später, wo wir sicher viele Leute auch noch hier bleiben. Ja. Danke. Natürlich sind wir alle diese Universität, ich jetzt persönlich nicht, bin woanders immatrikuliert, aber heute bin ich auch ein Teil. Kommt gerne nach vorne. Ja, ich wollte nur was ganz Kleines anmerken, beim Reden immer über knappe Ressourcen und Geld ausgeben. Und ich habe das durch die Ringvorlesung auch von den Inputs, die da von Dozierenden kamen, eigentlich so verstanden, dass, wie auch Herr Wanke, das ist so ein bisschen leider in einem Nebensatz untergegangen, aber für mich war das eine ziemlich zentrale Aussage, dass sich diese Kosten ja wahnsinnig schnell amortisieren, also dass das ja langfristig, und Frau Kunst hat ja gesagt, das sind alles eher langfristige Sachen, die wir vielleicht in unseren 3 Jahren im Bachelorstudium, wenn es denn in Regelstudienzeit ist, gar nicht so mitbekommen würden, dass sich, wenn man denn ein bisschen Geld ausgibt am Anfang, das so viele Ressourcen einspart, dass sich das so schnell selber trägt, dass das eigentlich gar keine Frage ist, wie viel Geld da am Anfang ausgegeben werden muss, weil
am Ende gewinnt die Uni sogar neue Ressourcen, die dann vielleicht da wieder reingehen können oder was weiß ich. Aber ich fand schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist oder in die Richtung gegangen ist, wir haben kein Geld dafür, weil letztlich verdient man ja ein Heidengeld damit, wenn man ein bisschen langfristiger denkt. Danke für diesen Punkt noch. Das Mikro ganz nach drüben. Ja, Patrick Hoskert aus der Geografie und auch schon Teilnehmer an der Ringvorlesung und auch ein bisschen verbandelt mit dem Nachhaltigkeitsbüro, weil unter dem Dach des IGTESIS, wo ich arbeiten darf als Direktor, das Ganze auch ein bisschen sich austoben darf. Ich hätte schon gern früher hier gesessen, aber die Stühle waren besetzt am Schluss. Insofern, ich habe zwei Punkte, die ich gerne noch in der Runde loswerden würde. Das eine ist, neben all der Diskussion über das, wo man das zentral aufhängen muss und dass da Ressourcen rein müssen, bleibt es trotzdem ein Thema, was sich nachher ausspielen wird, dezentral. Das heißt, man muss einen Zugriff haben auf die einzelnen Teile der Universität, im ganz positiven Sinne. Das heißt, das meiste Geschäft, wo Nachhaltigkeit gelebt werden kann, ist nachher in den Instituten. Das heißt, wir müssen auch darüber sprechen, wie in jedem Institut eine verantwortliche Person vorhanden sein kann, die, und jetzt kriege ich wahrscheinlich Schelte von all den Kollegen, die das irgendwann auf dem Tisch haben werden, aber ich denke, wir müssen in den Instituten verantwortlich handeln. Da passiert es nachher, da wird der Strom gespart. Ich würde gerne einen zweiten Punkt machen, den man vielleicht auch mit Frau Kunst nochmal besprechen könnte und wo ich mich freue, dass Sie von der FU jetzt auch hier sitzen. Ich denke, das ist ein Thema. Die Universitäten inklusive der Charité sprechen über gemeinsame Exzellenzstrategie in Berlin. Und wenn es um Good Governance geht, dann ist das aus meiner Sicht ein dermaßen zentrales Thema, dass man nicht vom Tisch wischen kann. Und warum nicht die Nachhaltigkeit als ein Thema in der künftigen Exzellenzstrategie verankern und damit auch zu etwas machen, wo dann toi 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 das Geld da ist, um einiges zu bewegen. Da könnte dann die FU Berlin das Agenda-Setzende übernehmen und vielleicht auch die HU Berlin etwas drängen, da mehr zu machen. Sonst an der TU Berlin gibt es diese dezentralen Nachhaltigkeitsbeauftragten in allen Fachbereichen. Gibt es weitere kurze Beiträge noch? Ist schon spät, okay, die Getränke gibt es gleich. Dann Herr Wanke noch zum Abschluss. Einsatz. Also vollkommen richtig die Analyse. Das Gespräch, die Ideen, die müssen natürlich in die Fachbereiche getragen werden. Wir haben bei uns eigentlich die Erfahrung gemacht, dass der beste Weg eigentlich Teambildung ist. Ne? Also sozusagen in den Fachbereichen dann Teams bilden, mit diesen zusammenarbeiten. In der Regel, das war unsere Erfahrung, findest du immer Leute, die mitmachen. Ja, natürlich am Anfang wird häufig auch gesagt, jetzt das auch noch und so weiter und so fort. Aber wenn man dann mal diese Klippe überschifft hat und Themen gefunden hat, dann kommst du dann da eigentlich auch am besten weiter. Und in der Regel sind in diesen Teams eigentlich auch immer die Leute, die kommunikationsstark sind, die sich einbringen wollen. Die haben meistens 1000 andere Sachen auch noch zu tun, aber es sind die Leute, die was tun und damit haben wir eigentlich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht, wobei das natürlich auch insgesamt ein schwieriges Geschäft ist. Ja, wie insgesamt auch vielleicht nochmal ein letzter Satz zu dem Statement, im Betrieb anzufangen und die low-hanging fruits und so weiter. Ja, natürlich, das ist vollkommen naheliegend. Ich wundere mich auch, dass das nicht flächendeckend gemacht wird. Am Ende hat es natürlich damit zu tun, dass es auch ein sehr, sehr kleinteiliges Geschäft ist. Ja? Und dass du auch Leute brauchst, die sozusagen in der Lage sind, diesen sehr kleinteiligen Prozessen auch hinterherzugehen. Danke, aber wir tun jetzt so, als wäre dieses positive Schlusswort von Johannes Geibel, dieses motivierendere, unser Schlussstatement gewesen. Wir haben jetzt Getränke dort hinten vorbereitet, dank des Nachhaltigkeitsbüros hier und können die Gespräche auch gerne noch weiter verfolgen und Bündnisse schmieden, damit es hier schneller vorangeht. Danke euch. Ja.